Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem zweiten Video und vorab möchte ich mich ganz doll bei euch bedanken. Das erste Video hat euch anscheinend gefallen. Wir haben ganz viele Likes bekommen und ich habe ganz tolle Nachrichten bekommen von euch. Vielen, vielen Dank dafür. Hat mich sehr gefreut. Heute kommt das zweite Video und die Nachfrage war nach dem Aquariumnagel, also wie bekomme ich Flüssigkeit in den Nagel? Und das werde ich euch heute zeigen. Viel Spaß dabei. Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch den Aquariumnagel zeigen. Ich habe dafür schon mal den Nagel vorbereitet und zwar ganz dünn. Also ich habe mit der Schablone eine ganz dünne Form gelegt, wirklich nur um da eine Grundlinie zu haben. Diejenigen, die mit Tipps arbeiten, können natürlich auch einen Tipp kleben. Jetzt ist wichtig, ich benutze gleich den Tipp, den habe ich schon mit Kleber eingeschmiert und zwar benutze ich von uns den Brush on Glue. Und nur hier an den Seiten, da auf den Klebeflächen. Es muss nachher so ein Hohlraum entstehen, deshalb habe ich jetzt den Neuner gewählt. Der muss einfach ein Stück höher sein als der untere Nagel. Hier kann man es ganz gut sehen gerade. Ich habe mir hier schon mal was vorbereitet, das zeige ich euch schon mal. Ich habe einfach ganz viel Glitzer von uns gemischt. Achtet darauf, dass es nicht zu grob ist. Ich habe hier kleinere Pailletten genommen und Rohglitter. Wenn ihr dort, also ihr müsst euch da ausprobieren. Ihr könnt auch den Nagel mit Sternen befüllen und größeren Pailletten. Ich habe es aber schon probiert und es funktioniert einwandfrei, sage ich mal, wenn ihr feineres Glitzer benutzt. Jetzt werde ich den Nagel schließen. Ich benutze heute Acryl, aber die Geler können auch ein festes Gel benutzen, um den Nagel zu schließen. Das ist kein Problem. Ich habe beides ausprobiert. Zum Schließen benutze ich unser Clear Powder. Und den Pinsel, den Studio Brush, und zwar die Nummer 8. Dann werde ich die Seiten jetzt verschließen. Und wie gesagt, ganz trockene Bällchen, also so trocken, wie ihr das Material noch verarbeiten könnt, um die Lücken zu schließen. So, der ist jetzt zu. Schaut mal, da ist jetzt keine Lücke mehr. Die einzige offene Stelle, die wir haben, ist hier oben. Da. Und jetzt lasse ich das Ganze erstmal einen Moment trocknen und dann befüllen wir den oben schon mit Glitzer und dem Öl. Jetzt kommt der erste Tipp. Also ich habe oft gesehen, dass erst Glitzer reingemacht wird und dann Öl. Ich werde aber zuerst mit der Spritze hier, also es ist wirklich eine ganz gewöhnliche Spritze, die hat vorne eine schmale Kanüle, damit könnt ihr es einfach leichter befüllen. Ganz wenig schon mal in die Fläche, Quatsch, in die Öffnung spritzen. Aber wirklich nur ein bisschen. Gucken, ob ihr das sehen könnt jetzt. Ja. So. Und darauf achten, dass da keine Luft entsteht. Noch nicht. Jetzt kann man ganz gut sehen, bis hierhin ist jetzt Öl drin. Und da werde ich jetzt mit dem Cuticle Preparer von uns, der hat vorne wie so ein Löffelchen, der ist natürlich normalerweise dazu da, um die Nagelhaut nach hinten zu schieben. Ich benutze den jetzt aber, um das Glitzer in den Nagel zu füllen und nehme mir einfach hier ein bisschen raus. Wirklich ganz wenig. Und befülle damit den Nagel. Ich lasse klopfen immer so ein bisschen drauf. So, das reicht schon gar nicht zu viel. Den Rest, den staube ich einfach mit unserer Bürste ein bisschen ab. Jetzt befülle ich den restlichen Nagel mit Öl. Und ich würde ihn wirklich nur bis circa hierher befüllen, dass ihr oben noch genug Luft habt, dass dieses Bläschen entstehen kann, damit das Glitzer nachher auch schön hin und her rutscht im Nagel. So, ganz vorsichtig. Jetzt ist wieder wichtig, oben die Öffnung wirklich ganz trockenes Bällchen ansetzen. Und nicht unten reindrücken. Für die Geler genauso. Wenn ihr oben das Gel aufsetzt, probiert den Finger ziemlich gerade zu lassen. Ein standfestes Gel dürfte auch normalerweise nicht verrutschen. Und dann sofort in die Lampe zum Aushärten.
So, fertig zu. Gemacht den Nagel, jetzt befeile ich den und danach zeige ich euch das Ergebnis. So, jetzt habe ich den Nagel fertig befeilt und zeige euch mal. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, der ist noch ein bisschen matt. Das sieht man natürlich nachher, er ist perfekt. Da ist die Blase, ja, man sieht es gut. Es bewegt sich jetzt hin und her. Tada! Der Nagel ist fertig. Jetzt sieht man hier ganz toll die Blase. So, ich drehe den jetzt mal um für euch. Wo lang? Da lang. Zack. Und wieder zurück. So, ich fasse nochmal für euch zusammen. Ich habe den jetzt mit dem schwarzen Gel sozusagen umrandet, habe den nochmal ein bisschen gestempelt. Seht ihr, dass man den Übergang nicht so sieht und oben Steine gesetzt. Aber wie gesagt, ihr habt da wirklich, also ihr könnt da machen, was ihr möchtet, ob ihr einen hellen Nagel macht, einen dunklen. Da ist euch wirklich Kreativität freien Lauf gelassen. Ja, auf jeden Fall gut gelungen, funktioniert. Und ja, ihr nehmt einfach ganz feines Glitzer. Die Blase ist ganz wichtig, die große, damit man nachher wirklich hier schön sehen kann, wie das Glitzer hin und her schwimmt. Auf jeden Fall ist es eine tolle Sache fürs Studio. Es ist ein bisschen zeitaufwendig, das ist einfach so, ist vielleicht auch ein bisschen Spielerei. Also da ja, macht einfach Spaß. Ist so ein bisschen unser Hobby, sage ich mal. Ja? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. So, wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, es macht euch Spaß, es auszuprobieren. Also ich finde es total genial. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach wieder bei Facebook. Dann kann ich euch mit Sicherheit noch helfen. Und ich kann euch schon mal was verraten. Im nächsten Video werde ich einen Babyboomer erarbeiten aus Gel. Und viele fragen immer, ja, oder ich höre oft, wie kann man Gel am besten pinchen? Und das werde ich euch zeigen. Bis bald, eure Melli.